Oh, hallo. Ihr auch hier? Mitten in Bärstadt? Ja, ich bin heute unterwegs, weil ich einen ganz bestimmten Laden suche, einen Schallplattenladen. Ich brauche mal wieder neue Musik für zu Hause. Ich spiele mal diese M5 Platten. Naja, und hier muss er irgendwo sein, der Laden. Ach, hört ihr das auch? Orgel. Ha, schön, ich liebe Orgelmusik. Muss von da drüben kommen, vom Dom. Das ist Musik. Das geht direkt in den Bauch. Da vergisst man alles um sich herum. Die Orgel. Die Königin der Instrumente. So was spielen zu können, nicht? Oder ein Konzert zu geben. Ach, das wäre was. Warum eigentlich nicht? Ich könnte doch Orgel spielen lernen, ja? Man kann alles lernen, wenn man nur will. Wird natürlich nicht einfach sein. Der Organist ist weg. Die Gelegenheit, mal so eine Orgel aus der Nähe zu betrachten. Wenn ich Organist werden will, und das will ich ja, muss ich doch wissen, was so auf mich zukommt. Oh, oh, eine ganze Menge. Meine Güte. Oh, er hat sie nicht abgeschaltet. Ja, dann. Was steht denn da drauf? Trompete, Oboe, Gamshorn. Ja, Himmel, ich dachte, das wäre eine Orgel. Sieht ja eher aus wie eine antike Musikbox. Ich will doch kein Gamshorn. Moment, ich begreife. Das sind die Register. Die Orgel kann das alles spielen. Oh, oh, er kommt wieder. Da, er schaltet. Ein anderes Register. Ah ja, ein anderes Instrument sozusagen. Ja, klingt ganz anders irgendwie. Voller, nicht? Er schaltet schon wieder. Trompete 8 Fuß. Das heißt sicher, eine Orgelpfeife von 8 Fuß Länge. Das sind immerhin 2,5 Meter. Donnerwetter. Unten hat er auch gut zu tun. Das müssen die tiefen Töne sein. Und jetzt? Jetzt gibt er Gas, sozusagen. Meine Güte, so viele Pfeifen. Aber trotzdem, es müssten noch viel mehr sein, denn es gibt doch viel mehr Töne, als hier Pfeifen zu sehen sind. Dahinter sind sicher noch mehr. Na denn, auf in die Orgel. Aha, ja, hier aus diesem riesigen Blasebalg kommt also die Luft. Die muss ja nun aber irgendwie verteilt werden. Hier wohl. Hier geht's zu den einzelnen Pfeifen. Und der Organist unten am Spieltisch bestimmt über diese Ventile hier, welche Pfeife Luft kriegt. Auf den Windladen. So heißen, glaube ich, diese Holzkanäle. Ja, eine tolle Mechanik. Und ein mehrstöckiges Musikinstrument. Irre. Ja, das sind also hier die Pfeifen. Ach, die wackeln ja ein bisschen. So ein Ding, die sind einfach nur so reingesteckt. Ja, und sehen aus wie meine gute alte Blockflöte, nicht? Man bläst hier rein. Oh ja, nicht? Man bläst gegen diese scharfe Kante hier. Und dann wird die Luft im Rohr ein bisschen nervös und schwingt. Und wenn was schwingt, dann gibt es einen Ton. Weiß man ja,
von der Gitarrenseite, ne? Ja, und wie sie nun schwingt, die Luft, und was man dann hört, das hängt sich ja ab von der Länge der Pfeife, der Flöte, ne? Und von der Form. Und hier gibt's ja so viel verschiedene Formen. Ach, jetzt fällt mir was auf. Diese Holzbalken hier, das sind gar keine Balken. Ich glaube, das sind auch, ja, sind auch locker. Das sind auch Pfeifen. Ja, siehst du? Guck mal sehen. Ha, hervorragend. Gibt auch einen Ton. Ja, ist auch eine Blockflöte. Haben sie sicher aus Holz gemacht, weil das billiger ist als aus Metall. Nicht? Ja, wenn das so ist, dann sind auch diese riesigen Holzbalken da hinten keine Balken. Das sind die ganz tiefen Töne. Was haben wir denn hier? Ach, die. Ja, die sehen wieder ganz anders aus. Oh, gehen auseinander. Und, ah, ja, das sind nun nicht mehr die guten alten Blockflöten. Das könnten die Klarinettentöne sein, ne? Hier vorne, ja, da ist so eine kleine Zunge, eigentlich wie bei einer Mundharmonika. Das kann man ja nur nicht mehr anblasen. Würde ich mal saugen. Habt ihr gehört? Wieder ein ganz anderer Ton. Also das ist doch irre, nicht? So eine Orgel ist eigentlich 1000 Flöten und Posaunen und Klarinetten und was weiß ich in eine. Ja. Wenn ich unten an den Tasten sitze, dann bin ich der Herr über 1000 Instrumente. Du, du, lü, du, nee. Du, du, lü, du, lü, du, du, du. Ja, ihr lacht, aber auch die besten Organisten haben mal ganz klein angefangen. Nicht? Und diese Griffübung hier, das ist nun mal das Wichtigste. Ja, also wo war das hier? C-Moll-Akkord, nochmal. Du, lü, du, nee, du, das ist doch schräge. Du, lü, du, du, du. Hm. Nee, das ist er hier. C-Moll. Du, nee, du, du, lü, du, du, du. Ach, es geht nicht. Man muss doch hören, was man da greift, ne? Eine richtige Orgel müsste ich haben zum Üben. Ja, aber in der Kirche geht's nicht, da würde ich stören, ne? Ja, eine gebrauchte Orgel gibt's auch nicht. Und selbst wenn, wo soll ich sie hinstellen? Ist ja zu groß, ne? Moment mal, ich bastel mir selber eine. Schon die alten Griechen haben ja Orgeln gebaut. Bei denen wurde die Luft durch Wasser in die Pfeifen gedrückt. Hydraulisch, nicht schlecht. Aber ich baue mir lieber was Moderneres. Vielleicht sowas, ja. Eine kleine Orgel aus dem Mittelalter, das ist ein Positiv. Hier war allerdings Teamarbeit angesagt. Einer zog an diesem Lederbändchen, das brachte Blasebälge in Bewegung und erzeugte Luft, und der andere konnte damit spielen. Das Ganze war kaum größer als ein Wohnzimmerschrank und hatte schon ziemlich viel Pfeifen. Ich sollte mir aber doch lieber was Kleineres bauen. Ja, sowas. Ein Portativ. Mit einer Hand konnte man die Blasebälge bedienen und mit der anderen die Tasten. Auch nicht schlecht. Ein Hi-Fi-Modell für zu Hause. Nur dumm, dass die Frau immer Luft pumpen musste. Auch wieder ein Zweiermodell. Eine Zungenpfeifenorgel. Der Linke kriegt sicher irgendwann mal Muskelkater. Es gab aber Schlimmeres. Hier arbeiteten 20 Blasebalgtreter, Kalkanten hießen die, in einer Extrakammer der großen Orgel im Dom zu Halberstadt. 20 Mann machten Luft für einen. Aber das lohnte sich. Das nun, ja, das wäre was für mich. Ja, ist schon fast eine moderne Orgel. Noch nicht mal 200 Jahre alt. Da sind wieder die Registerschalter. Hier muss man ziehen und kriegt dann, sagen wir mal, Trompeten oder liebliche Flöten. Die Register kann man an mehrere Manuale koppeln und hat dann, ohne umzuschalten, einen ganz anderen Sound. Naja, so groß wird sie nicht werden, meine Orgel. Aber ich bemühe mich. So, fertig. Meine selbstgebaute Trainingsorgel. Eher ein kleines Modell, aber zum Üben wird's reichen. Und vor allen Dingen, sie hat alles, was eine große Orgel auch hat. Ja, zum Beispiel hier der Windgenerator. Die Luft, die so ein Staubsauger vorne ansaugt, schiebt er ja hinten auch wieder raus.
Und da läuft sie nun durch diesen Schlauch und läuft und läuft. Das ist quasi meine Windlade, ne? Und wird verteilt mit meiner patentierten Wäscheklammer-Klaviatur. Ja, es gibt auch schwarze Tasten hier, nicht? Das sind die Halbtöne. Ja, und von da aus geht's dann über Gummischläuche zu den einzelnen Pfeifen, ne? Da habe ich alles rangebaut, was ich so rumliegen hatte. Das hohe C hier ist zum Beispiel eine Trillerpfeife. Ja. Und dann habe ich noch so ein paar Tröten vom Rummel und natürlich Blockflöten. Ja. Bei den Blockflöten musste ich natürlich ein paar Löcher abkleben, nicht? Damit ich verschiedene Töne kriege. Denn es ist ja so, je mehr Löcher ich hier zuhalte, desto mehr Luft ist ja in der Flöte gefangen. Das macht sie größer und den Ton dann tiefer. Ja. Es geht auch ohne Löcher. Ich habe hier, hier so ein Ding mit einem kleinen Kolben. Und damit kann ich die Flöte kleiner und größer machen. Und der Ton wird dann heller und dunkler. Ja, auf die Art und Weise habe ich hier mindestens 10 verschiedene Töne zusammengekriegt. Nicht? Also für einen C-Moll-Akkord wird es lang. Und jetzt wollen wir mal. Ich bringe jetzt zu Gehör die Toccata und Fuge in D-Moll. Von Bach. Aufhören! Sagt jetzt nichts, ich weiß. Es klingt nicht besonders nach Orgel. Nee, so geht's nicht. So wäre ich nie Organist. Aber muss ich eigentlich Organist werden? Ich meine, es gibt doch so viele andere schöne Instrumente. Und Musik ist Musik. Da waren doch diese schönen Töne in der Orgel. Klarinette, Trompete, Posaune, ja, das wäre doch auch was. Das könnte ich doch auch. Ja. Oder, nein, noch besser, Sousaphon. Ja, das ist es. Das ist so ein riesiges, silbernes Blechding. Klingt gewaltiger als alles andere, was ich kenne. Ja, das würde mir auch stehen. Ja. Da, da ist es. Das Instrument meiner Träume. Ein Sousaphon. Allein schon die Größe und die vielen Rohre. Gelegenheit. Ich muss es haben. Das ist ein Sound, ne? Und wenn ich erstmal hier drin stecke und an die Ventile komme, dann klingt es noch besser. Nur, wie mache ich das jetzt? Das war doch irgendwie so. Nee, das geht, Moment, das geht so nicht. Das war anders. Oh, etwas unübersichtlich. Nee, das ist es auch nicht. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ups. So, jetzt hier durch. Ja, eine Flöte ist es nicht gerade. Ne? Funktioniert auch ganz anders. Da kann man nicht einfach so hineinblasen. Wo ist denn das? Achso, ja, ja. Nee, man macht ganz was anderes. Nämlich etwa sowas. Ja, das ist das Geheimnis der Posaunen und der Sousaphongläser. So eine Art Furzgeräusch, nicht? Klingt so nicht besonders. Aber wenn man das nun in diesen Eierbecher hier hineingeben und dahinter so viele schöne Röhren hat wie hier. Und nun stellt euch mal all diese Röhren auseinandergewickelt vor, wie lang das Ding dann wäre. Nicht? Deshalb gibt es da so einen schönen, gewaltig tiefen Ton. Herr Lustig, Herr Lustig, diese Riesentröte muss weg. Oder Sie. Das ist keine Tröte, das ist ein Sousaphon, Sie Ignorant. Das ist eine Art Basstuba. Es ist mir ganz egal, wie das Ding heißt. Es ist zu groß. Naja, zugegeben, das Ding ist ein bisschen groß, ne? Und laut. Ich meine, ich will ja keinen stören. Und außerdem brauchst du eine Menge Luft. Ja. Naja, ich könnte natürlich auch was Kleineres spielen. Ne? Das müsste schon was Besonderes sein.
Und im Klang fetzig, nicht? Aber eben kleiner. Ja. Ja, das ginge doch auch. Das mache ich. Hier drin ist es. Das Instrument meiner Träume. Eine Klarinette. Ein großartiges Instrument. Handlich und im Ton überhaupt ganz toll. Hört mal zu. Ja. Irrer Klang, ne? Naja, ich muss noch ein bisschen üben, klar. Aber erinnert ihr euch? In der Orgel waren so ähnliche Pfeifen, ne? Dieser ganz kräftige Ton. Eine Flöte ist es ja nicht, auch nicht das in der Orgel. Nee, hier oben nämlich gibt es so ein kleines Blättchen, ein dünnes Bambusblättchen. Ne? Wenn man da drüber bläst, dann flattert es, dann flattert auch die Luft hier im Rohr. Und dann gibt es diesen kräftigen Ton eben, ne? Na und dann diese Wahnsinnsmechanik hier. Bei einigen Tönen, das muss ich ja auch noch üben, nicht? Muss ich ja an den unmöglichsten Stellen ein Loch hier zumachen, da komme ich gar nicht hin. Und deshalb gibt es diese silbernen Klappen hier überall. Die werde ich jetzt erstmal putzen. Putzen Sie ruhig weiter, Herr Lustig. Aber noch ein Ton und ich hole die Polizei. Ignorant. Kulturbanause. Spielen Sie meinetwegen Blockflöte. Dagegen hilft Oropax. Blockflöte. Habe ich als Kind schon lernen müssen. Und ich konnte nie die Löcher richtig zuhalten. Also, wenn schon eine Flöte, dann eine andere. Aber was für eine? Es gibt ja so viele. Angefangen hat es, tut mir leid, mit einem ausgehöhlten Oberschenkelknochen. Naja, als Steinzeitmensch hatte man nichts anderes. Dieser Typ hier bohrte Löcher rein mit Feuersteinbohrern und blies drauf. Und es ging. Klang aber nicht besonders. Sehr viel später, im Mittelalter, ging es da schon zivilisierter zu. Damals hätte ich auf einer Schalmei geblasen. So eine Art Klarinette mit einem schwingenden Blättchen drin. War ein sehr durchdringender, schöner Ton. Tönte die Leute echt an. Heute hat so ein Ding viele silberne Klappen und heißt Oboe. Und ist zu teuer für mich. Ah ja, die ollen Griechen spielten auf einer Panflöte. Einfach ein paar Bambusröhrchen zusammenbinden und dann geschickt oben drüber blasen. Ja, auch ganz hübsch. Das fetzt. Ein Dudelsack. Ein paar Flöten, die in einem Ledersack stecken. Der Schotte quetscht den Sack fleißig mit dem Ellbogen, sodass da immer ein Überdruck ist. Und so kann er mehrere Töne gleichzeitig spielen. Toll. Ja, ist mir aber irgendwie zu militärisch. Ja. Das ist es. Eine Querflöte. Sozusagen eine Luxusblockflöte. Man bläst sie quer über ein Blasloch weg. Und der Ton ist einfach toll. Da fällt mir ein berühmter Kollege ein, der auch die Querflöte über alles liebte. Friedrich II., König von Preußen, auch genannt der alte Fritz.
Der Dicke da links, das ist sein Vater, Wilhelm der Erste. Ja, und wenn der alte Fritz nicht gerade Kriege führte oder regierte, das tat er gar nicht mal so gerne, spielte er Flöte im Schloss nach dem Abendbrot. Er bläst auf einer wunderschönen, versilberten Querflöte. Ja, das steht einem König. Mir hätte es auch gut gestanden. Aber sie ist zu teuer. Ich konnte sie mir nicht leisten. Die Klarinette habe ich verkauft, aber es war ein Verlustgeschäft. Aber eines Tages werde ich mir diese Flöte kaufen können. Und dann gebe ich ein Konzert im Bärstädter Schloss. Na, bis dahin kann ich ja noch ein bisschen üben. Muss ich sogar üben, nicht? Und das muss ich aber nicht mit einem Silberrohr. Ich habe schon mal angefangen, mir selber eine zu basteln. Das geht, das ist ganz einfach. Die Flöte ist ja nichts anderes als ein Rohr mit Löchern. Und da kann man auch Bambus nehmen, ja? Und dann mache ich also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher. Ja. Das Rohr muss innen gut sauber gemacht werden, sonst wird nachher auch der Ton unsauber. Naja, und jetzt die Löcher. Löcher machen kann ja jeder. Also, was hat mir gesagt? 6 Löcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt erstmal ankörnen, damit der Bohrer nicht abrutscht. So. Ja. Und dann im ersten Gang schön vorsichtig bohren, sehr vorsichtig. Ja, sonst splittert's. So, das wär's. 6 Löcher. Mehr hat der alte Fritz am Anfang auch nicht gehabt. Jetzt muss man die Ränder noch ein bisschen glätten. Das soll ja ordentlich aussehen. Ja, fertig. Hier an dem anderen Ende ist das Blasloch. Da habe ich 2 Löcher nebeneinander gebohrt und dann das Ganze mit der Feile oval gemacht. So, jetzt müssen wir die Flöte an einem Ende zumachen. Machen wir am besten mit dem Korken. Und der passt sogar. So, die Flöte ist fertig. Nun wollen wir mal. Naja, es ist nicht so einfach. Nicht so einfach wie bei einer Blockflöte. Man muss nämlich hier sehr scharf über dieses Loch blasen. Es funktioniert. Der König wäre begeistert. Klingt ein bisschen dünn. Die Idee vom großen Blasmusiker, das war wohl nix. Und die vom berühmten Orgelspieler schon gar nicht. Aber Moment, ich hab da eine Idee. Als Orgelspieler hätte ich doch noch eine Chance. Ja. Danke, die Frau. Dankeschön. Danke, der Herr. Ja, bitte, Dank. Danke, der Herr. Oh, danke, die Dame. Ja. Na bitte. Es hat geklappt. Ich bin doch noch Organist geworden. Na, siehst du? 1,50 Mark mindestens. Ist das nicht ein wunderschönes Instrument? Klein, handlich, transportabel. Trotzdem hat es alles, was eine richtige Orgel auch hat in der Kirche. Nicht? Na, nicht die Tasten. Die brauche ich aber auch nicht. Denn ich habe doch hier diese Walze. Auf der Walze, seht ihr, lauter kleine Nägelchen oder sowas. Und die steuern diese Hebel hier. Und die Hebel wiederum verteilen die Luft. Die kommt von unten, von den Blasebälgen. Ja, hier sieht man sie, glaube ich. Ja, da, ne, da sind sie. Ja, und die Luft strömt dann über diese Hebelchen in die Pfeifen da vorne. Und hier hinter ist nochmal eine Reihe Pfeifen aus Holz für die tiefen Töne. Ne?